mit großen Schritten zum Finale. Und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge Dave the Diver. Wir sind jetzt schon vor dem Kontrollraum. Und wir gehen jetzt durch diese Tür. Du spürst die Gegenwart einer gefährlichen Kreatur eintreten. Natürlich, wir heißen quasi gefährlich. Oh Gott. Uff, die Nachkommen dieser urzeitlichen Kreatur klammern sich an etwas fest. Ist das der Kern des göttlichen Baums? Könnte das der Grund sein, warum sich der Götterbaum so seltsam verändert? Ich muss erst diese Kreaturen beseitigen. Ursache des Erdbebens. Sieht aus, als hätte sich der Kern des Götterbaums wieder normalisiert. Ich denke, das sollte genügen. Ich hoffe, die Erdbeben hören jetzt auf. Ich sollte wieder an Land gehen. Nope. Oh, Junge. Fuck, was in aller Welt ist das? Ist das die Mutter dieser Kreaturen von vorhin? Kein Wunder, dass da überall Eier waren. Ich hab dich aufgespürt, falls du Hilfe brauchst. Was ist hier los? Das riesige Monster kam aus der Lava heraus. Ich weiß, womit wir es zu tun haben. Ich habe in einem Text über die alten Zivilisation des Seevolks schon oft von ihr gelesen. Schaut nach der Kreatur namens Yavi aus. Sie ist ein uraltes Ungeheuer aus der Legende und noch immer am Leben? Und jetzt ist sie noch viel größer. Der Älteste des Seevolks erzählte mir von einem alten Experiment. Sie muss den Götterbaum und die geothermische Energie absorbiert haben, um so groß zu werden. Wir müssen sie besiegen, um den Götterbaum zu normalisieren. Dave, ich zähle auf dich. Was? Wie soll ich so eine riesige urzeitliche Kreatur nur besiegen? Du hast gerade einen Dinosaurier erledigt. Nein, das war eine andere Situation. Ich habe jetzt nicht einmal Waffe und Munition. Dave, du hast doch direkt vor deiner Nase eine Waffe. Ja, wovon rede ich, Schuh? Ich sag doch, diese Drohne hat alle möglichen Versteckenfunktionen. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde, aber das war jetzt früher als erwartet. Ich werde den Aktivierungscode für den Angriffsmodus der Drohne angeben. Oh ja. Wow, echt, kann sie? Diese Drohne kann den Sauerstoffgehalt aufrechterhalten, unbegrenzte Kugeln abwehren und sogar die Ziele kontrollieren. Zeit kontrollieren. Zeit kontrollieren? Ja, wenn du diese Taste drückst, kannst vorübergehend die Zeit kontrollieren. Das sollte dir etwas Zeit geben, um Angriffen auszuweichen. Natürlich musst du schnell sein. Das ist die einzige Hilfe, die ich momentan geben kann. Ich hoffe, das ist keine endgültige Verabschiedung. Auf immer Wiedersehen. Du
wie das Viech einfach gewartet hat. Ja, wie? Ich kann jetzt nicht einfach abhauen. Nicht nachdem ich so weit gekommen bin. In Ordnung, erledigen wir es. Digga, legt das Ding jetzt schon wieder Eier oder was? Einfach auf den Schädel drauf. Ach, das Viech da. Unser derzeitiges Angriffslevel könnte nicht ausreichen. Dieser Feind ist stärker, als wir erwartet haben. Ich wollte nicht so weit gehen, aber wir müssen den Begrenzer freischalten. Warum hast du das nicht von Anfang an getan? Wer holt seinen Joker gleich zu Beginn eines Spiels heraus? Schau her. Jetzt ist eine dicke Roma. Ich nenne dies den Stellar Laser. Ein Superlaser, der alle anderen Technologien vereint. Alle unsere Technologien vereint. Ich hätte nie gedacht, dass wir ihn unter Wasser einsetzen würden. Aufgepasst, wenn du die gedrückt hältst, kannst du Stellar Energie sammeln. Lass den Abzug los, um zu schießen. Einfach, oder? Aber bedenke, dass du dich beim Aufladen langsamer bewegst. Bewegung wirst als also sei vorsichtig. Viel Glück, Dave. Ein Laser zum Aufladen und Abfeuern. Gut, das war's dann. Willst du mich verarschen? Ja, das war's mit dem Sauerstoff gleich, ne? Ja, ist das bodenlos? Ja, neu starten muss ich ja. Okay, wir haben den Laser. Atmet das Viech durch.
Ist mir scheißegal, ob ich Schaden bekomme. Ich habe genug Sauerstoff. Wie oft soll ich da bitte drauf halten? So oft. Ach so. Bro? Oh, ich versuche zu entkommen. Wenn wir sie jetzt nicht umbringen. Wie sie weiterhin Probleme bereichen. Setzen wir dem ein Ende. Ein für alle Mal. Holy fuck, Dave. Chill. Ja, leck mich. Ist das jetzt, starten wir jetzt von da wieder neu mit 480? Oh mein Gott, das ist maximal unfair. Wir schießen uns einfach nur. Da. Oh, es scheint, als sei es sie endlich erschöpft. Jetzt ist unsere Chance, Dave. Wir müssen es wenden. Oh, fuck. Sieh nur, sie verbraucht ihr letztes bisschen Kraft. Dave, nimm erstmal den freigewonnenen Weg. Sie wird nicht viel länger aushalten. Ach so, so dass sie uns verfolgt, oder was? Hey, Digga! Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Dieses Ding ist einfach mit dem... Ja, scheiß drauf. Haben wir wieder 480er. Das hätten die ein bisschen anders machen müssen, muss ich sagen. Ach
so ruhig. Ah, ich kann einfach die Zeit verlangsamen. Ja. Ja, dann ist easy. Jetzt. Na komm. Also irgendwann sind wir an der Oberfläche. Ich sag's euch so, wie es ist. Eine Sackgasse. Was soll ich jetzt machen? Schießen. Das Ding hat sich, glaube ich, gerade behindert geballert. Ha, die Kreatur hat sich im Götterbaum verfangen. Oh, das ist der perfekte Moment, um sie zu erledigen. Drohne scheint nicht zu funktionieren. Ich kann das Waffensignal nicht empfangen. Was soll ich nur machen? Gibt es etwas Nützliches hier? Ja, die Bomben. Ist eine riesige Götterbaum-Fruchtvorrichtung dort drüben. Die Frucht eines Götterbaums scheint sich normalisiert zu haben. Was, wenn ich sie hier einsetze und betätige? Nein, sie ist zu groß. Alleine kann ich sie nicht beschädigen und abfeuern. Was? Oh mein Gott. Geht es dir gut, Mensch? Oh, der Schäfolg. Wir sind hier heruntergekommen, weil du nicht hochgekommen bist. Obwohl der Götterbaum sich normalisiert hat. Ist das Yavi? Ist sie über diesen langen Zeitraum so stark gewachsen? Es scheint, wir müssen diese Kreatur besiegen, um das hier zu beenden. Das ist unsere letzte, unsere Chance. Während sie gefesselt ist, bringen wir es zu Ende. Das wird nicht reichen, es sei denn, wir verwenden die göttliche Baumfruchtvorrichtung dort drüben. Und da ich sowohl ein Mathematik- und Physikexperte bin, kann ich sagen, wir müssen den Winkel der Vorrichtung nach oben korrigieren. Na, das könnte funktionieren, aber sie sieht wirklich sehr schwer aus. Wir helfen auch. Wenn wir zu fünft unsere Kraft vereinen, können wir dieses irgendwie schaffen. Hole die Frucht des Götterbaums und lege sie hinein. Wir haben keine Zeit. Ja, Bro, wir haben keine Zeit. Warum ist die Prinzessin überhaupt dabei? Also, Real Talk. Ist das nicht mies dumm? Genau, ich bin bereit. Die Vorrichtung reagiert, es ist Zeit, unsere lange Geschichte zu beenden. Du lästige Pest, nimm das. Oh Gott! Ich hab genau gezielt. Aus diesem Zustand wird's dich nicht mehr erholen. Das Hirn steckt raus, mein Freund. Uff,
Das war wirklich eine unglaubliche Reise. Du hast gute Arbeit geleistet, Mensch. Gehen wir zurück in das Seevolkdorf und reden dort. Ignorieren wir alle den Fakt, dass sie gerade die basically das Gehirn weggelasert haben von so einem Viech, was deren mal was Wichtiges bedeutet hat. Die Wassertemperatur hat sich stabilisiert und auch die Früchte des Götterbaums sind in gutem Zustand. Den kranken Dorfbewohnern scheint es langsam besser zu gehen. Wir haben viele Herausforderungen bewältigt, aber es ist eine Erleichterung, dass wir sie überwältigt haben. Ich glaube, die Erdbeben an Land werden ebenfalls aufhören. Soll ich nach oben und nachschauen? Gute Arbeit, Mensch. Komm und besuch uns öfters. Epilog, Freunde. Den Fisch fressen wir jetzt aber noch. Da wird... No, no. Was? Achso. Es ist schon Nacht. Das war ein langer Tag. Ich denke, ich werde bei Banjo Sushi vorbeischauen. Ja, aber das machen wir in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.